Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time 3D. Wir sind immer noch als großer Lenker unterwegs, natürlich. Und wir gehen mal wieder zum Friedhof, denn ich möchte noch gerne ein Herzteil haben. Ist halt nur die Frage, wie lange brauchen wir? Schaffen wir es schnell? Schaffen wir es nicht so schnell? Ich bin mal gespannt, weil wir müssen Boris innerhalb von mindestens einer Minute oder drunter müssen wir ans Ziel kommen. Hey Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Okay, let's go. Ich darf halt hier nicht verkacken. Sonst... ja, war's das. Also unter einer Minute. Oder genau eine Minute. Das ist der Haken. Und dann gibt's ein Herzteil. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil Konzentration und so. Vielleicht kann das der eine oder andere ja verstehen. Weil wenn man hier hochklettert, das kostet ganz schön Zeit. Upala. Oh, Kollege, 59 Sekunden beim ersten Versuch. Ist das geil. Die Zeit beträgt 0,59 Sekunden. Wahnsinn. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwa genützt? Und da ist das Herzteil. Hui. Ja, Wahnsinn. Direkt im ersten Versuch. Ja, also ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt. Ich habe wirklich gedacht, dass ich, weiß ich nicht, 2, 3 Anläufe bestimmt brauche. Aber ich bin dieses Mal halt in keine von seinen Flammen reingerannt. Also eigentlich super, würde ich sagen. Es war ja mal ziemlich nice. Da, 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 da. Können wir eigentlich irgendwo sehen, wie viele Skulpturas wir schon haben? 18 Stück. Oh. Ja gut. Ich glaube bei 50 kriegt man ein Herzteil. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ein bisschen brauchen wir noch. Ja. Gut, dann... was machen wir dann als nächstes? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, als kleiner Link habe ich ein bisschen was ausgelassen. Das werden wir aber alles noch nachholen, keine Sorge. Ach so, ja, stimmt. Ich kann ja... nee, kann ich nicht. Ich habe ja gar keinen Bogen. Hm. Ja gut, dann... boah, wo geht's denn weiter? Wo geht's denn nochmal weiter? Müssen wir... ich glaube, wir müssen in den Wald... in den Kukiri-Wald. Ja, Navi, was ist denn? Was gibt's denn? Ich frage mich, was in Kukiri gerade passiert. Auch um Salia mache ich mir Sorgen. Ich frage mich, ob Salia in den verlorenen Wäldern ist. Wir sollten zu ihrem Lieblingsplatz gehen. Dorthin, wo du ihr Lied gelernt hast. Okay, danke. Da gehen wir jetzt auch mal hin. So. Ja, ja. Ich glaube, wenn man den ersten Tempel als großer Link gemacht hat, kann man wieder klein werden. Ich bin mir aber nicht sicher, also... ein Freund von mir meinte auch so, du hättest schon als junger Link das Lied von Epona lernen können. Ja, sorry, wusste ich nicht, weiß ich jetzt, dankeschön. Ich weiß halt nicht alles. Es ist halt einfach so. Ich, hab's... also jetzt ist für mich alles blind. Ich habe auch damals nie wirklich großartig viel was Ocarina of Time ja, gespielt, gesuchtet, wie auch immer. Also seht mir das bitte nach, dass ich jetzt nicht so der Mega-Experte bin. Ich habe natürlich mir jetzt eine Liste rausgeholt, wo ich Herzteile finden kann. Deswegen wusste ich jetzt das mit Boris zum Beispiel auch. Aber die Liste kann ich während dem Zock nicht anschauen, weil ich doof bin. So, Kukiri. Was ist denn da? Holy shit. Die ist aber groß, Alter. Das war aber mal... Boah, da habe ich aber jetzt aggressiv zugeschlagen. Warum sind jetzt hier so viele Feinde?
Aua. Auf jeden Fall weiß ich, dass man echt viel Schaden kriegt. Ich glaube, im Majora's Mask kriegt man weniger Schaden. Guck mal, da oben sind ein paar fette Rubine. Egal, gucken wir nochmal einfach in die Häuser rein. Hallo, jemand da? Irgendwie kommen sie mir bekannt vor, mein Herr. Salia ging zum Waldtempel und kam bisher nicht zurück. Okay, gut zu wissen. Naja, der Held der Zeit ist nicht tot. So, was ist denn hier? Der Laden war das, ne? Wenn Sie einen Bogen besitzen, können Sie im Laden Pfeile kaufen. Haben Sie einen Bogen? Sie kommen mit Sicherheit, Sie können mit Sicherheit kein Deko-Schild mehr verwenden. Dafür sind Sie zu alt. Hey, willkommen, alle. Gut, dass mal jemand wieder da ist. Ich habe zwar nicht viel cooles Zeug, aber seitdem hier die Viecher sind, kommen keine Leute mehr. Hey, warte mal, kauf doch bitte was. Nein, bleibt hier. Ja, da kein Interesse. Huch. So, wo ist eigentlich Mido? Ist der nicht mehr da? Lebt er noch? Moin. Warum folgt ihnen eine Fee? Sie sind kein Kokiri. Sie haben mit Sicherheit kein Problem, den Tempel zu betreten, mein Herr. Wurden Sie von den Kreaturen belästigt? Als der Dekobaum uns noch beschützte, haben sich keine Dämonen hier herumgetrieben. Weil es draußen so gefährlich ist, habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Nun langweile ich mich hier zu Tode. Ja, du kannst doch auch die Viecher angreifen und kaputt machen. So wie es damals der Kleine getan hat, ne? Könnt ihr euch noch an den erinnern? Den Dekobaum angeblich auf dem Gewissen hat. Seit der Dekobaum uns nicht mehr beschützt, treiben sich unheimliche Kreaturen in den Wäldern herum. Ich habe Angst. Wo Salia ist? Sie kennen Salia? Das ist merkwürdig. Mido ist seit einiger Zeit verschwunden, wo er wohl steckt. Ein kalter dämonischer Wind weht aus der Richtung des Waldtempels. Salia ist fort. Sie sagte, sie wolle etwas dagegen unternehmen. Der Waldtempel befindet sich bei der Heiligen Lichtung, tief in den verlorenen Wäldern. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal hin. Ah, hör auf mich anzugreifen. Wobei, war ich in dem Haus schon drin? Boah. Hoppala. Ich habe keine... Ah, nee, da war ich noch nicht drin. Ah, cool, Herzen. Sie scheinen vielen in der Welt herumgekommen zu sein. Haben Sie jemals einen Jungen namens Tanamo getroffen? Mido behauptet damals, dass dieser Junge Schuld am Tod des Dekobaums hatte. Nur Salia hat Tanamo immer verteidigt. Vielleicht hatte Mido Unrecht. Ja, ich bin... Egal, wisst ihr was? Scheiß drauf. Dass ich den Leuten nicht sagen kann, so, hey, ich bin's übrigens, da bin ich. Da war ich aber, glaube ich, schon drin. Ja. Okay. So, dann müssen wir einmal da oben lang. Vielleicht kriegen wir hier ein paar Items, ein bisschen Geld. Nee, gar nicht, okay. Nur als Kind kriegt man Geld, oder was? Geiz. So. Naja, immer diese ganzen Viecher, die einen angreifen. Nee, lass mal. Nee, lass mal. So. Dann rein in die verlorenen Wälder. Wer bist du denn? Ach, der! Hallo. Hallo, er reagiert nicht. Wir müssen seine Aufmerksamkeit wecken. Boah, keine Ahnung. Wie denn? Hier oben draufstellen oder was? Vielleicht Musik trällern? Wahrscheinlich nicht. In der Sonne, Zeit, Sturm, Salias Lied vielleicht? Willst du mit Salia sprechen? Nö. Ach, okay, cool. Ich habe Nein gesagt, aber die macht trotzdem. Bist du sicher? Ach stimmt, hier haben wir so eine Dinge platziert. Ja, nur Neues, ey. Aber hier ist ja nichts. Du.
Okay. Das hat uns auf jeden Fall nichts gebracht, hier lang zu laufen. Dann können wir da wieder zurück. Und hier glaube ich einfach geradeaus. Oh! Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kleidung tragen, die der Kokiri ähnlich ist. Ich habe Salia versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen. Wenn Sie sich wirklich und unbedingt sehen wollen, dann zeigen Sie mir, dass Sie wirklich ein Freund von Ihnen, von ihr sind. Zeigt mir etwas, das Sie mit ihr verbindet. Ha, als ob sie einen Erwachsenen wie Sie zum Freund hätte. Okay, Kollege, schau mal, kennst du dieses Lied? Hoppala, jetzt habe ich mich verklickt. Da kennst du das, kleiner Keck. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Wie hieß denn der Keck nochmal? Ich hasse den auf jeden Fall, den dummen Arschloch. Was haben wir denn da? Oh, ein bisschen Geld. Ich glaube da rein, oder? Bitte sag, das war richtig. Verdammte Scheiße! Ja gut, dann halt dich, Mann, ey. Na du schon wieder, du Keck. Das ist ein Loch. Moin. Ach nee, nicht du schon wieder. Schone mich, gewähre mir Gnade und ich sorge dafür, dass du von nun an mehr Dekonüsse tragen kannst. Das kostet dich nur 40 Rubine. Ich habe kein Geld. Okay, dann ciao. Ja, also hier können wir nochmal unsere Nüsse erweitern, gut zu wissen. Halte ein, lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeile, 30 70 Rubine. Nee, Alter, zieh mal ab. Okay. So, Dekonüsse mehr tragen ist hier, alles klar. Ba-ba-ba. Oh. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Meine Fresse, Alter. Ich bin so ein Keck, Alter. Ich komme da einfach nicht weiter. Mann. Ach, scheiße. Ach, jetzt war ich aber... Ich schwöre alles. Es liegt daran, weil ich möchte gern Tourette hab. So. Jetzt aber. Und wieder rechts. Und links. Da-da-da-da. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Boah, ich dachte schon. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Papa. Oh, da geht's irgendwie. Doch, das muss doch da lang gehen. Nein! Nein, was ist denn los, Mann? Ich bin so dumm. Ich kann doch nichts dafür, Mann. Ich weiß auch nie, warum. Okay. Alle guten Dinge sind 20, habe ich gehört. Nee, da war's falsch, oder? Wo sind wir denn jetzt? Oh, das Loch. Oh, verdammt. Hi, was geht denn? Hier muss ich, glaube ich, als kleiner Link nochmal hin. Na dann, tschüss. Ui. Das hätte ich bestimmt wieder vergessen. Mal gucken.
Und nein, diese Steinwand habe ich nicht vergessen. Da gehen wir auch nochmal hin irgendwann. Hoppala, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Meine Güte. Oh. Okay, also links. Es geht ja nur da lang. Da geht's. Scheiße. Wo jetzt? Waren wir hier schon? Ich hab keinen Bock schon wieder. Ich geh mal da lang. Scheiß doch die Wand an. Es kann doch nicht sein, Mann. Und ich vergesse jedes Mal, ob ich links, rechts, geradeaus glaube. Das nächste Mal rechts. Mann, ey. Das ist wirklich traurig gerade. Ich bin einfach zu dumm. Die Folge werde ich sowas von verloren in den verlorenen Wäldern nennen, wenn ich dran denke. Jetzt aber langsam. Okay, dann gehen wir jetzt rechts. Das kann doch nicht sein. Ich war schon geradeaus. Ich war jetzt rechts. Aber links war ich doch auch, oder nicht? Boah, dann laufen wir halt nochmal links. Ich sag mal, es kann doch nicht sein. Vorher hatte man halt das Glück, dass man dass man der Musik folgen konnte. Jetzt hat man das Glück nicht mehr. Mann. Da, da, da. Da, 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 da. Okay. Ich glaube, da ist... Ach, da geht's weiter. Hä? Ey, das Spiel... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so keine Ahnung. Ich vergesse die ganze Zeit selber, wo ich schon lang gelaufen bin und wo nicht. Weil es so verwirrend ist, Mann. Ich bin so dumm. Okay, wisst ihr was? Wenn ich jetzt da vorne wieder abgebogen bin, dann laufen wir einfach geradeaus. Also jetzt links und dann einfach geradeaus. Ist mir scheißegal. Laufen jetzt einfach geradeaus. Und wenn nicht, dann ist es hier rechts. Ey, Jesus, das ist so, oh mein Gott, Alter. Weißt du, ganz am Anfang dachte ich mir nur so, boah, das wird ja eine endgeile Folge, Alter. Ich habe Boris direkt easy das Herzteil abgeknüpft im ersten Versuch, Alter. Und jetzt verkacke ich hier in den verlorenen Wäldern. Ja, ich bin so dumm. Ich bin so komplett lost, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich mach's doch nicht mit Absicht. Ich will doch nur weiter. Okay, jetzt aber rechts. Meine Güte. Ja, geht doch. Heilige Scheiße. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke L um, stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort in den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt, halte L gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke. So kann dir niemand auflauern. Oh moin, wer bist du? Okay, alles klar. Dann werden wir einfach nicht versuchen gegen... Ja, perfekt. Darf ich hier wieder raus, oder? Du Wichser. Ich will doch nur raus. Bitte, ich kann nicht so lang schwimmen. Nach ein paar Minuten krieg ich Panik. Ich will nur raus hier, bitte. Bitte, darf ich jetzt? Was? Ich war doch schon ums Eck. Ich bin so scheiße. Mann, ich bin so scheiße. Es dauert so lange, Mann. Kollege, beweg dich mal. Okay, ich glaube, jetzt ist er weit genug weg, dass ich mich zumindest hinstellen darf. Ja, so dann in 5 Jahren oder so geht's weiter. Ich bin doch groß, Mann. Kann ich da nicht einfach hochspringen?
Jo, Alter, so Nintendo, wirklich. Das ist wirklich sehr lange. Ja, okay. Heilige Scheiße. Ist das krass, Mann. Ich will doch bloß durchkommen. Und die brauchen so lang. Also, wir spielen jetzt den Wartesimulator. Der ist ganz einfach. Man wartet. Wer hätte das gedacht? Ach nee, da geht's gar nicht weiter. Nein. Und wir sind auch so am Anfang. Also in Link's Awakening hat Link die einfach weggeklatscht. Easy. Ah. Ja, danke. Hat sich aber schnell wieder umgedreht. Der Keck. Da, 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 da. Ja. Jetzt kannst du dir nicht ausdenken, Mann, wie schnell die sich immer umdrehen. Die kriegen einfach alles mit. Alles mit. Ach, Mann. Mann. Ist einfach die beste Folge ever bisher. Ohne Scheiß. Das ist so ein Scheißdreck. Ernsthaft, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, gehört von Nintendo so gefeiert. Fick dich. Okay, da ist wenigstens Wasser. Moin, Kollege. Hey! Ich wollte da nicht hoch. Ich wollte da nicht hoch. Der ist einfach von sich aus hoch. Weil ich zu nah dran war. Da, guck dir das an. Das macht er von selber. Ich darf nicht schwimmen, Alter. Da, guck, 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 guck. Er schwimmt so nah dran und dann klettert er einfach hoch. Mein Gott. Verpiss dich. Dreh dich um, du dummes Stück Scheiße. Ist das ein nerviger Abschnitt? Ist das ein verfickt nerviger Abschnitt? Meine Güte. Alter, ich raste aus, Junge. Ich raste aus. Ja, beweg dich. Beweg dich schneller. Nein. 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 So, jetzt kommt der Teil, wo man fighten muss. Das kenne ich noch. Ja, perfekt. Dreh dich um. Ich liebe die Steuerung. Oh ja, okay, schlag mich einfach komplett nach hinten. Ja, okay, okay, okay. Wir haben es alle verstanden, du bist übel der krasse Typ. Ja, okay. Riss! Riss! Ganz genau, setz dich hin und verpiss dich. Ja, Geld brauche ich nicht, brauche Leben. Mann, was eine dumme Scheißfolge. Sie sitzt da nicht mehr. Ah, schick schon wieder. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Menuett. Thank you.
fand das mit den Liedern lernen auf der N64 so viel einfacher mit den Pfeilen. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Anamo, wir werden uns wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüss. Magic. Soll ich es dann einfach hier schon spielen oder? Oder wie? Nee, ich glaube nicht. Dann benutzen wir mal den Haken Enter. Wir sind natürlich zu weit weg. Hui. Waldtempel. Cool, da oben ist direkt eine Truhe, die werden wir uns direkt mal grabben. Ich bin immer noch für jede Art von einem Herzen sehr dankbar. Die Skulptur, die gönnen wir uns natürlich auch gleich, keine Sorge. Wird alles erledigt. So. Wieso höre ich Wölfe, die jetzt irgendwie attackieren? Oh, ein kleiner Schlüssel eröffnet verschlossene Türen. Ja, perfekt. Okay, können wir ihn so weghauen? Nice. Her damit. Schau, wie die sich da unten schon um mich streiten. Ich bin halt fast tot, ne? Hui. Ach, okay, ich one-shot die, alles klar. Den aber nicht. Ja, komm. Ey, wieso stirbt denn der jetzt nicht one schon? Der andere schon? Haben die sich gegenseitig angegriffen oder was? Ey, gönnt doch mal ein paar Herzen, Alter. Guck mich an. Ich bin fast down. Naja, weiter geht's. Normale Türen, ey. Ach, moin, Kollege, was geht? One-Shot. Die können alle keine Herzen. So, wo sind wir jetzt? Der Raum wird schon dunkler. Verschiedenfarbige Flammen. Jetzt sind sie weg. Oh. Verteilen sich jetzt in jeden Raum anscheinend, oder wie? Perfekt. Ja gut, ich würde aber sagen, wir machen dann so richtig im Tempel im nächsten Part weiter. Deswegen bis dahin, euer Guantanamo, auf Wiedersehen, tschüss.